herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge Bayerische Landfrauen kochen auf einfach regional genießen. Hier bei Möbel Höffner in unserer Showküche habe ich wieder zwei wunderbare Damen eingeladen und die kochen heute wieder was ganz Besonderes. Ich freue mich sehr, schön, dass ihr da seid. Einmal Alexandra Hüttinger und Maria Heumus. Servus. Servus. Als ob wir uns abgestimmt hätten, gell? Heute ist blau und pink das Thema. Ja, genau. Die Trendfarben. Steht euch sehr gut. Erzählt mal, wo kommt ihr beide her? Also ich komme aus Landkreis Wallheim-Schongau, genau, aus Oderding. Und was habt ihr da für einen Hof? Wir haben einen Milchviehbetrieb mit ungefähr ca. 140 Kühen, genau, kleinen Hofladen und zwei Ferienwohnungen. Sehr schön. Und ich komme aus dem Landkreis Eichstätt. Die Ortschaft heißt Rapperszell. Wir haben auch einen Bauernhof. Wir haben eigentlich alles, was Geflügel hat oder was zwitschert. Wir haben 1200 Legehennen. Und da wir heute ja was mit Ostereier machen, genau, passt das ganz gut, glaube ich. Passend. Wir sehen heute auch wie drei schöne bunte Ostereier aus. Du hast uns auch Eier mitgebracht. Du bist ja heute unsere Eierexpertin. Es geht auch um das Thema, ich habe noch gekochte Eier, wie verwerte ich die? Was kochen wir denn heute? Wir kochen heute eine Käserolle, gefüllt mit Frischkäse, Essiggurken und Karotten. Genau. Und unseren Eiern. Genau, richtig. Genau. Ja, das ist das wichtigste Zutat. Sehr schön. Dann würde ich sagen, starten wir mal. Maria, du bist ja heute unsere Köchin, unsere Expertin als Köchin. Genau. Womit fangen wir an? Genau, ich habe heute eine Edamer-Käse mitgebracht. Das ist schon in die Scheiben geschnitten. Das bräuchten wir für unsere Käseplatte, für unsere Rolle, weil es wird dann danach eingerollt quasi. Mhm. Deswegen als erstes legen wir das einfach aufs Blech drauf. Wir überlappen das etwas, damit wir dann noch keine so leeren Stellen bekommen. Genau. Maria, wie bist du denn auf das Rezept gekommen? Also den Rezept kenne ich tatsächlich von unserer Hauswirtschaftsschule. Ja, das haben wir in der Hauswirtschaftsschule gemacht. Und das ist so ein typisches Rezept für Frühstück oder wenn man irgendwie Besuch hat zum Brotzeit. Einfach, ja, das kann man eigentlich für alle Anlässe brauchen, den Rezept. Genau. Ist das jetzt schon vorbereitet für den Ofen? Mehr passiert dann nicht? Genau, mehr passiert da nichts. Man muss da halt bloß da aufpassen, dass im Käse keine so großen Löcher nicht drin sind, damit es einfach so einheitliche Platte wird. Und eignet sich da jeder Käse oder? Nein, ich habe jetzt Edamer Käse mitgebracht. Genau. Gut. Okay. Der ist da am besten geeignet. Genau, das kommt jetzt in den Ofen bei 130 Grad rein für circa 10 Minuten. Wunderbar. Gut. Und für die Füllung hast du uns auch was Schönes mitgebracht. Du kannst uns gerne auch beauftragen, wenn wir etwas dich unterstützen können. Genau, wir fangen jetzt einfach mit Schneiden an. Ich unterstütze dich mit dem Gemüse. Ja? Genau. Genau. Ich fange jetzt einfach mit den Gurken an und du machst Karotten, oder? Genau. Eigentlich für diesen Rezept kann man verschiedene Zutaten verwenden, was man so alles im Kühlschrank hat. Also man kann gerne Schinken hernehmen oder Paprika, also was saisonell ist. Was man so gerne halt macht, genau. Sehr schön. Genau, das mache ich einfach in so dünne Streifen. Genau. Schneiden wir das einfach so in kleine Würfelchen rein. Und die Käserolle, die kann man sogar einfrieren. Das habe ich auch schon oft gemacht, wenn man so unerwarteten Besuch hat. Ja. Dann kann man das gut einfrieren und gut vorzubereiten. Und hat immer ein. Genau, wenn man weiß, dass jetzt Besuch kommt und ich habe jetzt mehrere Sachen zum Vorzubereiten, dann richtet es einfach vorher her und dann hat man einfach was da. Ja. Genau. Alexandra, du hast uns ja die Eier mitgebracht. Da kommen ja gekochte Eier rein. Genau. Woran erkenne ich denn jetzt eigentlich, ob ein Ei, wenn es jetzt nicht gerade bemalt ist, das sind ja meistens die gekochten, ob das Ei noch frisch ist? Gibt es da irgendwie Tricks und Tipps? Also grundsätzlich kann man ja sagen, dass ein Ei 28 Tage haltbar ist. Das ist so Pi mal Daumen. Aber natürlich kann man auch ein Ei am 29. Tag auch noch essen. Also das muss man nicht dann gleich in den Müll schmeißen, so wie viele immer meinen. Und ein gekochtes Ei, meistens, wenn ein Ei schlecht wird, dann riecht es halt auch. Also dann, das merkt man dann eigentlich schon, wenn man schält oder wenn man es aufschlägt, dass es nicht mehr gut ist. Und einfach auch die Optik. Also wenn man es dann schält, aufschneidet, wenn das alles noch kompakt ist und nicht so wässrig ist, dann ist das Ei
genießbar. Genau. Gut. Wie ist es denn, wie darf ich mir denn eure Hühnerfarm, nenne ich es jetzt einfach mal, vorstellen? Leben die bei euch in einem festen Stall? Ja, also wir haben zwei Gruppen, 600 Tiere, also wir haben 1200 Hühner bei uns auf dem Hof. Die einen sind in einem Feststall mit Freilauf, also die dürfen jeden Tag auch ins Freie. Und dann haben wir noch so einen Mobilstall, den man jetzt, oder den viele kennen, den man auf die Wiesen sieht, immer im ganzen bayerischen Raum. Ja, genau. Ich finde das sehr interessant. Wie funktioniert denn so ein Mobilstall genau? Du sagst, eigentlich ist es auch mehr Arbeit, ja. Aber für die Hühner ist es ein ziemlich schönes Leben. Ja, na klar, weil man, so, wie der Name schon sagt, mobil, also der Stall ist mobil, den kann man versetzen. Und wir versetzen den in die Sommermonate, also alle drei Wochen. Wandert der von Rapperszell um Wiese, also rund um Rapperszell. Und sie haben halt dann immer frisches Gras. Das haben jetzt die im Freilandstall nicht so. Also das, die Wiese oder die Weide ist auch relativ groß, aber natürlich ist der Bereich, wo sie rauslaufen, schon ein bisschen umgegraben. Das hat man beim Mobilstall dann eben nicht, sondern die haben eigentlich immer schönes grünes Gras, so wie man sich das vorstellt. Und dann alle ein, zwei Wochen versetzt ihr oder alle drei Wochen versetzt genau. ihr den? Genau, je nachdem halt, wie sie es umgewühlt haben oder ja, das machen wir eigentlich so pauschal. Wenn es natürlich regnet, kann man den Stall jetzt nicht immer umziehen, weil da wird man die ganzen Wiesen kaputt machen, aber genau, so versetzen wir dann immer regelmäßig. Und das merkt man an den Hühnern, dass ja. die da... Ich finde, sie sind glücklich, sie schauen glücklich aus. Ist eine schöne Haltungsform der Hennen, sage ich jetzt einmal, ja. Sehr schön. Du hast ja was ganz was anderes gelernt, gell, eigentlich. Ja. Erzähl mal, du bist ja noch sehr technisch begabt, würde ich sagen. Ja, ich komme ein bisschen aus der Technikbranche. Bei uns ist er natürlich so ein Automobilhersteller in der Gegend. Und ich habe Mechatronikerin, also bin Mechatroniktechnikerin und habe dann aber in einem Betrieb oder arbeite immer noch im Betrieb, die so Parallelführungssysteme für Landmaschinen machen. Also, dass der Schlepper spurgenau am Acker fährt. Und da repariere ich diese Terminals oder baue Testboxen. Ja. Und wie bist du dann zur Landwirtschaft gekommen? Also da hattest du natürlich schon den ersten Kontakt. Ja, genau. Und da habe ich dann aber auch meinen Landwirt kennengelernt. Ja. Denn mein Mann hat 11 Jahre lang diesen Betrieb bewirtschaftet. Also mein Chef hat ja da keine Zeit gehabt. Und der Bernhard hat ausgelernt, hat seinen Landwirtschaftsmeister gemacht und hat in dem Betrieb gearbeitet. Und so haben wir uns quasi kennengelernt, ja. Das ist ja ganz interessant. Das heißt, wenn euer Hühnermobil einen technischen Fehler hat, dann kannst du den sofort beheben eigentlich. Ja, ja, so. Das Tor ist schon mal nicht hochgegangen und dann, ja, sowas kann ich. Dann ruft dein Mann dich an, dass du es wieder reparierst. Sich, sehr schön, sehr schön. Ja. Gut. Maria, du bist schon fleißig am Schnüffeln. Ja. Das habe ich jetzt fast ein bisschen gut, vergessen, weil gut, ihr so viele tolle Sachen zu erzählen ja. habt. Die Gurken haben wir jetzt schon genau, fertig. Die ja. Gurken haben wir jetzt geschnitten und jetzt schneide ich die Zwiebel. Genau, damit es einfach so ein bisschen, das wird knackiger und ein bisschen frischer wird. Genau. Bei Zwiebeln. Dir die Karotten in Würfel schneiden, Maria? Ja, gerne. Okay. Wenn du gut, das ja, genau. Bei Zwiebeln schneiden vielleicht, da habe ich was übersehen. Oh ja, bitte gerne Geheimtipps von genau. euch Landfrauen. Die, sind, die haben wir immer ganz gerne. Also dann beim Zwiebelschneiden muss man da aufpassen, dass man den Strunk oder den Wurzel so lässt. Ja. Genau, und dann schneiden wir das entlang und dann noch mal rein. Dann hebt man das ein bisschen zusammen und dann entstehen schon so kleine Würfelchen sozusagen. Ah ja, dann fällt sie nicht auseinander. Dann oder? Fällt es nicht auseinander, genau. Aber jetzt muss ich mal schauen. Ja. Ja. Das ist die Erfahrung, dass du nicht weinen musst, oder? Ja, ja, wahrscheinlich, ja. Haben sich deine Augen da schon dran gewöhnt? Genau. Und wenn Zwiebel wirklich scharf ist, einfach unter kaltem Wasser dranheben und dann passiert nichts. Also da kommen keine, dann ist es nicht mehr so scharf quasi. Also bevor meine Augen jetzt gleich zu Tränen beginnen, sehen wir uns gleich nach einer kurzen Unterbrechung wieder. Willkommen zurück zu unserer gefüllten Käserolle. Noch ist sie nicht gefüllt, wir müssen sie noch füllen. Ja? Maria, was sind denn unsere nächsten Schritte? Wir haben ja die Käseplatte schon mal aus dem Ofen geholt. Die genau. kühlt jetzt ein bisschen ab. Die kühlt jetzt ein bisschen ab. Genau, und wir machen jetzt Fülle. Dafür nehmen wir eine große Schüssel. Dann kommt unser bayerischer Käse, Frischkäse rein. Genau, Frischkäse. Dann kommt unser wunderbare Butter rein. Dann habe ich schon so Gewürzmischung vorbereitet und eben das ist etwas Salz, ja. etwas Paprikapulver und ein bisschen Pfeffer mhm. und etwas von dem Senf.
Das muss jetzt nicht zu viel sein, so circa ein, zwei kleine Teelöffel. Genau, und ich rühre jetzt alles mit Handrührgerät. Gell? Gut. Und währenddessen kann ich die Eier schälen, oder? Genau, das kannst du gerne machen. Hast du die uns mitgebracht und selber gefärbt jetzt? Ich habe sie mitgebracht, aber nicht selber gefärbt tatsächlich. Gut. Wir lassen die immer färben. Ja. Und ja, das sieht man an dieser Marmorierung, das bringt man zu Hause wahrscheinlich nicht ganz so hin. Ja. Alexandra, da ist ja eigentlich auf den Eiern immer so ein Kot. Mhm. Den sieht man jetzt natürlich bei den gefärbten Eiern nicht. Und was bedeutet eigentlich dieser Kot? Der Kot, ja. Der Kot sagt halt genau aus, wo das Ei herkommt. Und das finde ich auch total wichtig, weil da kann man also wirklich nachvollziehen, wo unsere Eier herkommen und ob es aus Bayern sind und regional. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Der Kot an sich, soll ich den auch erklären? Ja, bitte. Unbedingt. Also, der besteht aus Ziffern und Buchstaben. Die erste Ziffer 0, 1, 2 oder 3, das bedeutet, in welcher Haltungsform dass die Hühner leben. Also 0 in ökologischer Erzeugung kommen die, 1 ist Hennen in Freilandhaltung, 2 ist Bodenhaltung und 3 ist Kleingruppen- oder Käfighaltung. Aber das gibt's in Deutschland, ist das ja verboten. Also ah, ja. Das findet man uns in Deutschland gar nicht, genau. Danach folgen 2 Buchstaben. Die meisten kennen wahrscheinlich DE, Deutschland. Also da weiß man, dass aus Deutschland kommen. Und dann ist die nächste Zahl auch noch ganz wichtig, finde ich. Das ist die 09. Und 09 bedeutet, die kommen aus Bayern. Also jeder kann da das mal drauf schauen. Das wusste ich noch nicht. Ich wusste, genau, dass man 0 oder 1 Eier kaufen sollte. Ja. Wo kaufe ich denn dann auch am besten die Eier? Am allerbesten finde ich direkt beim Erzeuger. Also die meisten haben ja Automaten, so Eierhäuschen überall stehen, sieht man ja immer. Da weiß man halt genau, wo es herkommen. Und im Supermarkt, wenn man geprüfte Qualität Bayern, dieses Siegel schon mal gesehen hat, da weiß man auch, dass es Bayern sind. Aber direkt sieht man es halt an dem Code. Also wenn 1 oder 02DE und dann nur die 09 steht, dann weiß man direkt, dass es Bayern sind. Und die letzten Ziffern nur, die hinter der, genau, die hinter der 09 sind, das ist die Nummer von dem Betrieb. Ja. Also da kann man dann wirklich das Ei so zurückverfolgen, dass man genau weiß, von welchem Bauernhof dieses Ei stammt. Finde ich echt klasse. Und du bist ja Erlebnisbäuerin. Also ihr habt ja, Erlebnisbäuerin heißt ja, dass viele Gruppen zu euch kommen und ihr auch den Kindern die Landwirtschaft einfach wieder näher bringt. Da hast du auch uns im Vorgespräch ein bisschen erzählt, dass das immer ganz nett ist, was du da mit den Kindern erlebst, wegen diesem Code. Ja, ich finde es halt total wichtig, welches Kind aus der Stadt hat schon mal die Chance, auf einen Bauernhof zu kommen? Und da finde ich dieses Erlebnis Bauernhof total klasse, dass man das machen kann. Und dann kommen halt die Kinder einfach mal, ja, so gewisse Grundsachen. Die wissen ja nicht einmal, welches Tier wirklich das Ei legt. Also es ist leider so schlimm. Und danach, wenn sie wieder vom Hof gehen, dann sind sie total euphorisch, schauen daheim, wo kommt das Ei her, was die Mama gekauft hat. Und ich finde, da gibt man die Kinder einfach was mit. Und das finde ich gut. Sehr schön. Maria, jetzt haben wir das. Genau. Du hast das gemixt. Genau, ich sage immer gern wir, aber du. Genau, die Fülle ist fertig. Ja. Genau, das haben wir alles gut vermischt. Jetzt kommen noch die Eier in die Schüssel rein. Genau so. Wir waren auch fleißig, Alexandra. Genau. Und du, da haben wir einen Starntrick, den habe ich tatsächlich auch noch nicht gekannt. Genau. Und wenn man das Ei, kann man hier in Scheiben schneiden. Und wenn man das, der Vorführeffekt. Das macht nichts. Genau, und wenn man das Ei dann andersrum, also quasi längs nach, umdreht, dann hat man quasi schon Würfel. Ah, wunderbar. Und konnte es einmal sehr frei schön hier rein. Dann sparen wir uns ein bisschen Zeit zum Schneiden. Ja. Sehr gut. Genau. Ja, ihr habt ja beide jeweils 3 Kinder, da braucht man auch ein bisschen praktische Tipps, wie alles ein bisschen schneller geht. Hm? Genau. Wunderbar. Wenn ich jetzt 2 Eier habe, ich weiß aber nicht, 1 gekocht, 1 nicht gekocht. Woran erkenne ich das denn? 1 gekocht, 1 nicht gekocht. Da gibt es so einen Drehtrick. Ja. Und zwar, das gekochte Ei, das dreht sich richtig gleichförmig. Und das rohe Ei, das eiert. Also kann man so sagen. Genau. Gut. Ja, das ist so der Trick an dem, ob es roh oder nicht roh ist. Genau. Und die Dotterfarbe ist ja auch immer noch mal so ein Thema. Also manche haben ja einen ganz gelben Dotter, manche einen orangenen. Welche Gründe hat das? Genau, das hängt mit der Fütterung zusammen, oder, Alexander? Genau. Ja. Tatsächlich. Wir quetschen unser Futter zum Beispiel komplett selber und da ist halt dann der Maisanteil. Also der Mais, je mehr Mais ich ins Futter gebe, desto gelblicher wird der Dotter da, genau. Gut, sehr interessant. Dann? Genau. Gut, die Eier sind auch fertig. Ja. Dann mischen wir das unter.
Genau. Wir müssen ja auch noch unsere Käserolle rollen. Genau. Ah, Entschuldigung. Genau. Passt. Genau. Und so. Und Gurken, Zwiebel und Karotten kommen jetzt zu Frischkäse dazu. Mhm. Und wir mischen das drunter. Schauen wir mal, wie es rein damit. Also nicht zu fest rühren, eher unterheben. Ja. Von unten arbeiten, nach oben. Genau, alles schön vermengen. Dann ist das richtig bunt. Ja, schön. Alexandra, magst du noch vielleicht Kräuter aufschneiden? Ja, genau, mache ich dir gerne. Genau. Genau. So, so schaut das aus. Sehr schön. Gut. Da braucht man da ein bisschen Platz jetzt. Ja, ich helfe gerne. Genau. Das räumen. Kommt jetzt alles weg. Genau, den Brettel vielleicht noch mal. Ja, das auch weg. Auch weg, genau. Soll ich dir die Käseplatte schon mal bringen? Genau, das nehmen wir mit Backpapier. Oder? Genau. Also das hatten wir jetzt im Ofen, liebe Zuschauer, damit wir es noch mal sehen. Und das ist jetzt so ein bisschen ineinander verschmolzen und eine Fläche geworden. Das ist eine Fläche geworden, genau. Gut, und jetzt kommen die Fülle auf die Käseplatte drauf. Am besten nehme ich einen Kuchenschaufel hier. Ja, wieder ein Tipp, ein genau, guter. Das geht am allerbesten zum Aufstreichen, weil die Masse ist doch etwas fester und das muss man gut draufstreichen können. Genau. Dann kommt es so drauf. Legen wir los. Genau. Einfach alles drauf. Sehr schön. Kräuter hast du auch, wunderbar. So, dann wird das da drauf gestrichen. Einfach von links nach rechts arbeiten. Das geht mit dem Kuchenschaufel, geht das wunderbar. Also wirklich. Für solche Tipps bin ich auch immer dankbar, weil selber kommt man nicht drauf, dann macht man mit dem Löffel rum. Ja, genau. Und da kann man wirklich gleichmäßig arbeiten. So. Sehr schön. Gut. Dann deine Kräuter noch? Ja, genau. Magst du vielleicht die Kräuter noch mal drauf tun? Was habt ihr für Kräuter mitgebracht? Kresse ein bisschen? Genau, jetzt haben wir ein bisschen Kresse. Ich meine, die kann man ja total schnell auch selber ansehen. Die wächst ja ganz flott. Und Petersilie haben wir jetzt auch. Genau. Maria, ihr habt ja auf eurem Hof alles, gell? Alles an alles, Tieren? Ja. Du machst auch alles selber? Ja, ganz viele Sachen, ja. Das erzählst du uns gleich noch. Ich bin so gespannt, wie du die jetzt... Ja, genau. Und jetzt rollen wir das einfach ein. Wir nehmen Backpapier und rollen das einfach so ein bisschen hier drücken. Schauen, dass das ein bisschen abgeht. Genau. Einfach so hier drücken langsam. Das sieht ja super aus. Genau. Wunderbar. Und so ist unsere Rolle fast fertig. Perfekt. Wir drücken vielleicht noch mal ein bisschen drauf, damit das einfach so gleichmäßiger ausschaut. Mhm. Genau, in die Frischhaltefolie. Und das muss jetzt mindestens 4 Stunden im Kühlschrank ruhen. Schau mal. Und dann? Rückst du das vielleicht da her? So. Genau. Und legen wir das da her. Man kann aber auch einen Tag davor zubereiten. Also wirklich. Und einfrieren, hast du gesagt, kann man auch. Einfrieren kann man auch. Genau. Gut. Super. Und jetzt wird das eingerollt. Einfach mit Folie einmachen. Wunderbar. Genau. Und ab in den Kühlschrank. Und ab in den Kühlschrank, jawohl. Ja. Gut. Wir sehen uns natürlich nicht in 4 Stunden wieder, liebe Zuschauer. Wir sehen uns gleich wieder. Wir haben da schon was vorbereitet. Bis gleich. So, 4 Stunden später. Nein, natürlich nicht. Aber am besten bleibt die Käserolle 4 Stunden im Kühlschrank, damit sie schön fest wird wieder. Wir haben die natürlich schon vorbereitet. Du warst schon fleißig daheim. Dann ist sie jetzt fertig, oder? Ja, ich hole sie mal. Ja? Genau. Gerne. Maria, erzähl doch mal. Man hört es ja so ein bisschen raus schon bei dir. Du sprichst ja wirklich schön bayerisch. Aber man hört es ein bisschen. Wo kommst du genau her? Genau, ich komme aus Russland ursprünglich. Ich habe daheim Landwirtschaft studiert. Und durch Zufall, durch landwirtschaftliche Praktikum, habe ich meinen Mann kennengelernt. Also, die haben mich quasi damals auf Betrieb meines Mannes zugeschickt. Und so haben wir uns kennengelernt und es hat einfach gepasst. Und er hat gesagt, am Anfang hat er gesagt immer, ja, gehst du mal mit mir auf Jagd mit. Und dann bin ich mitgegangen und so ist das einfach entstanden. Und ja, seitdem bin ich, seit 15 Jahren bin ich in Bayern. Genau, und da gefällt es mir ganz gut. Und ihr habt 3 Kinder, einen schönen Hof. Wir haben 3 Kinder, genau. Wunderbar. Und das läuft, ja.
Aber das ist total nett, dass du so bayerisch sprichst. Das finde ich ganz charmant, wirklich. Ja. So, Alexandra, vielen Dank. Die ist jetzt fertig. Genau, die Rolle ist fertig, genau. Wir bringen unsere Folie jetzt weg. Ja, ich hole schon mal die Teller. Genau. Das schaut wunderbar aus. Das hat sich jetzt im Kühlschrank etwas stabilisiert. Ja, sehr schön. Ja, vielleicht gut. Und dann kann man sie auch gut schneiden natürlich. Genau. Sollte man das vielleicht gleich aufs Brot drauflegen? Oder? Ja, gerne. Du hast ja uns auch noch ein Brot mitgebracht, was du selber gebacken hast. Das habe ich selber gebacken, genau. Das ist Sauerteigbrot, so Mischbrot, Roggen-Weizen-Sauerteigbrot, genau. Also und da schneiden wir jetzt einfach ein paar Scheiben drunter. Genau. Und da kommen noch dazwischen, kann man vielleicht Salatblätter drauf oder halt, was man halt so daheim hat. Also du hast ja drei Teller. Gut, ja, ganz gut. Dann legen wir das einfach da her. Alexander, magst du vielleicht so Salatblätter einfach so über? Einfach als Deko. Unten drunter. Genau. So schaut es im Aufschnitt an. Genau. Und es macht was hier, finde ich. Also so Rolli, wenn das irgendwo auf Buffet liegt, das macht einfach, das ist einfach so richtiges Hingucker. Und es sieht nach wahnsinnig viel Arbeit aus, ist aber eigentlich auch einfach. Das ist sehr einfach, ja. Also das ist wirklich sehr einfach, genau. Dann kommt es einfach so drauf. Genau. Ein wunderbares, nahrhaftes Essen. Warum sind denn Eier so gesund eigentlich, Alexandra? Eier haben einfach Vitamine, Biotin, viel Eiweiß. Also man braucht keine Eiweißshakes, sage ich immer, sondern unsere Eier tun es ehrlich gesagt auch. Also warum künstlich, wenn es auch natürlich geht? Ja. Dann sind wir fertig, oder? Ja, jetzt sind wir fertig, genau. Gehen wir gerne rüber. Genau. Sehr schön. Das sieht schön aus. Schön aus. Also, jetzt können wir sogar noch ein bisschen ratschen, weil es nicht kalt wird. Ja. Das ist immer das Gute, wenn man eigentlich schon anfangen möchte, wenn es noch warm ist. Erzähl doch noch mal, Alexandra, du hast ja auch drei Kinder. Ja, Und da strahlst du richtig, weil dir das auch so am Herzen liegt, gell? Mit eurer als Erlebnisbäuerin. Ja, das auch. Und ich habe das Glück gehabt, dass ich drei Kinder kriegen habe dürfen und dass sie alle gesund sind. Und das ist einfach schön. Und man hat ja dann auch wieder Nachfolge hoffentlich. Ja. Und das freut einem natürlich, ja. Maria, du hast auch drei Mädchen. Wie ist es denn? Helfen bei euch die Kinder mit? Und wie darf ich mir euren Alltag so ein bisschen vorstellen? Die sind voll integriert, die sind immer mit dabei, sie fahren mit Bulldog mit. Also meine Kinder, jeder hat so seine Aufgabe, wo sie täglich machen dürfen können und sie freuen sich auch. Also es ist wirklich super. Also sie brauchen keine Gadgets, keine Tablets und so weiter, also, weil draußen ist schon so viel los einfach. Ja, bei uns ist es ähnlich tatsächlich. Ja. Die laufen mit, wenn wir unsere Eier abnehmen, dann sind die dabei. Wenn wir es einpacken, jeder hat so seinen Arbeitsschritt mittlerweile. Die Mama stempelt, der andere macht den Karton zu und der andere legt den Karton in die Kiste rein. Also alle dabei. Ja. Sehr schön. Die wachsen damit auf. Ja, sehr schön. Also vielen Dank, dass ihr da wart. Ich bin ganz gespannt. Ich möchte noch mal mit euch anstoßen. Vielen Dank für euren Besuch. Kommt danke bitte gerne wieder. Schön, dass wir kommen. Ja. Danke schön. Prost. Und dann würde ich sagen, einen guten Appetit. Einen guten Appetit, genau. So, beißt man rein oder schneidet man? Ja, das ist so die Frage. Also ich glaube, ich schneide. Ja, ich glaube, ich auch. Ja. Probier es mal so. Probieren wir es einfach. Das ist tatsächlich, das habe ich noch nie gegessen. Das bin ich ganz gespannt. Und Hauptsache sind unsere Eier verwertet, gell? Das ist auch sehr wichtig. Mmh. Oh, das schmeckt ganz, ganz frisch, ganz lecker. Mhm. Sehr, sehr gut. Wunderbar. Lecker. Richtig gut, ja. Sehr lecker, liebe Zuschauer. Sie dürfen leider nicht probieren, können es aber auch zu Hause nachkochen. Ich kann es nur empfehlen. Vielen Dank fürs Kochen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.